herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelderland. Ja, die Leerpaletten, die habe ich ziemlich schnell verladen diese Woche. Aber hier die Holzkohlepaletten, die zicken ein bisschen rum. Drei Stück muss ich nur aufladen, 8 Paletten habe ich der Gemeinde angeboten, dass sie haben können. Ich hoffe mal, dass ich die jetzt hier dann noch dazwischen kriege. Wenn nicht, dann muss ich die hinteren zwei noch mal ein bisschen verschieben. Was mir eigentlich nicht so recht wäre. Kann man dann aber nichts machen. Das könnte doch. Könnte sich genau ausgehen, jawohl. So. Holzkohle. Eine Palette. Leerpaletten müssen wir da auch gleich wieder reinholen. Hole ich dann gleich nochmal 2 Stück. Was ist denn jetzt los? Ja. Hä, was ist denn das? Was backen die denn jetzt so? Die 7 Stück vorher, die gingen so gut drauf. Und jetzt ist natürlich letzte Palette, die meint, sie muss rumspinnen. So, hier hinten gibt es, glaube ich, keinen Spannwurf. Wo könnte ich nichts machen? Nicht mein Bier. Gut. Anstrengend. Paletten. Produktion. Mal Jürgen anrufen.
Jo, Jürgen, ich bin's. Moin. Du, hast du die Paletten schon rein? Oben abgestellt. Wie abgestellt? Bei den Kartonprodukten. Einfach so? Ja, ja. Also nicht eingefüllt? Nee, nee. Ich bin nicht der Mitarbeiter. Ah. Soll ich dir die einfüllen? Nee, jetzt nicht mehr. Nee, kannst du mal machen. Ich bin gleich fertig hier mit der Baustelle. Kannst du rüberfahren. Die einfüllen. Ja, ob du sie jetzt ablädst oder einfüllst, das wäre das gleiche gewesen, siehst du? Ja, wo willst du die da genau rein haben? Ja, auf jeden Fall mal Karton. Also vorne links. Die erste Produktion. Und bei was, Karton. Ja, und was über ist, kannst du bei Papier reinmachen. Wenn da leer ist, dann gehen da genau 6 Paletten rein. Ja, dann mach ich die zwei. Tobi, danke dir. Dann brauchst du nicht extra hochzufahren. Ja, das ist sehr erfreulich. Ja, ja. Gut. Danke dir. Jo. Tschö. Tschüssi. Was für ein Held. Ich dachte, das hätte er sowieso gemacht. Nö. Stellt er sie ab. Packt sie an, aber lädt sie nicht ein. So. Das war so klar, dass das jetzt noch runterfällt. Gut. Egal. Feierabend. Bereit. Bereit die Paletten für... für die Gemeinde. So, dann fahre ich nämlich wieder in den Wald. Warte mal, wir müssen auch noch düngen, ey. Oder? Ja. Keiner da, ey. Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Hallo? Hey, war da jetzt gerade doch noch einer da? Wie kommt denn hier lang? Ist gerade einfach einer reingefahren. Wer ist das, ey? Hallo? Hallo? Hallo, Herr Varuna. Haben Sie aber Glück gehabt, dass ich nicht direkt die Polizei gerufen habe. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? Warum? Einfach so ein Fremder, der auf mein Gelände fährt. Ja, ich wollte Sie besuchen fahren. Nein,
Mein Bruder rief mich an und er sagte, sie hätten uns ein super Angebot für Kartonpaletten und Paletten gemacht. Ja, ich hätte da die Woche noch was im Angebot, ist richtig. Ja, ich würde da gerne was abnehmen. Ja, ich schau mal gerade rein. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Kartons oben stehen. Ich glaube locker 10 Paletten. Ja, die würde ich auch fast nehmen. Und dann einmal einen Preis sagen. Ja, Moment. Leerpaletten hätte ich im Angebot. Ja, auch nochmal 10. Dann würde ich 10-10 machen, wenn der Preis stimmt. Jo, das ist mein Problem. Ich bin immer so vergesslich. Uiui. Ah, was war denn der Preis? Mir so viele Zettel rumliegen, aber irgendwie. Nö, da steht auch nichts drauf. Auf jeden Fall kriegen sie 10% Rabatt. Das hört sich gut an. Was war denn der Preis? Haben Sie noch im Kopf, was das war? Nee, ich bin ganz ehrlich. Gut. Sind wir beide genauso. Ob ich noch irgendwas auf meinen alten Auszügen finde eben. Ja, ich guck mal auch gerade, ob ich noch was auf dem Handy stehen habe. Bam, bam, bam. Ah ja, hier, Moment. Und gleich. Nee, ich habe nur Holzkohle markiert. Moment, ich schau mal noch kurz im Tablet nach. Waren das 1500 bei Kartons? Ich meine, es war sowas um den Dreh, ja. Und Leerpaletten 1000? Ja, ich glaube, das kommt hin, ja. Also machen wir 900 und 1400. Nee, Quatsch. Ja. Nee, nein, nee, keine 10%. Ja, ja, 1500, 150 runter, 1350. Haben wir 13 glatt. Okay, dann heißt das, wenn dann einmal 13.000 und 9.000, richtig? Ja, plus, muss ich leider noch sagen, plus Steuer. Ah, also ja, mein ja. Gewinn, also mein Gewinn. Ja, mein Gewinn lasse ich ja weg. Das ist super. Also, was war 9.000 plus 13 gleich mal Steuer gleich 24 glatt. Ja. Dann überweise ich Ihnen das sofort und würde den Herrn Rasix mit dem Transport beauftragen. Ja, der wird sich freuen. 24.000. Genau. Dann würde ich das so machen wie letztes Mal. Der Herr Rasix wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, zwecks der Abholung. Ja, machen wir so. Passt. Ja, das ist, glaube ich, die leichteste Variante. Jo, gut. Alles klar, dann danke. Ich muss, müssen Sie warten, ja, bis ich vorne bin. Ich habe nämlich Sie eingepackt. Ja, ich mache eben schnell per Tablet die Überweisung fertig noch. Subi, perfekt. Gut, bis die Tage. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Na, das war doch gut. Wenn er zufrieden ist, bin ich auch zufrieden. Das war aber eine Sofort-Fort-Überweisung, ey. Das ist ja schick. Ich habe Glück gehabt, dass doch kein Einbrecher war. Gemeinde muss natürlich auch nochmal 8 Paletten, 8 mal 1700, glaube ich, war das bei denen. Ja, ich kann gerade mal rein.
1700, ja. 8 mal 1700 können wir gleich noch ausrechnen. Der Baum, der steht auch so nah dran, ey. Ich weiß nicht, wie ich da rumkommen soll. Ah, bitte. Keiner da, niemand da, ey. Läuft schon, perfekt. Super. Liebe Leute, wenn euch das ganze Projekt gefällt, dann lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.